Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Let's Play bei mir. Wir spielen Mass Effect Andromeda. Nachdem wir schon die ersten drei Teile der Mass Effect Reihe gespielt haben, will ich nun natürlich auch das spielen, was nach der Trilogie kommt. Denn ich glaube, ich habe das damals schon gesagt, Mass Effect gehört mit zu meinen Lieblingsspielreihen. Und auch wenn das hier was Neues wird, ich freue mich sehr drauf. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht großartig spoilern lassen, was denn genau da drin so abgehen wird in diesem Spiel. Ich weiß bloß, es spielt sehr viel später und es spielt in einer anderen Galaxie. Und von daher werden komplett neue Sachen auf uns zukommen, neue Abenteuer, neue Gefahren. Und damit würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Eine kleine Vorwarnung noch. Leider ist mein Computer mittlerweile auch schon wieder 3,5 Jahre alt. Und dementsprechend nicht mehr allzu leistungsfähig. Wundert euch übrigens nicht, dass hier schon Spieldaten vorhanden sind. Ich musste mal checken vorher, ob ich irgendwie eben wegen der Leistungsfähigkeit die Grafikeinstellungen hochsetzen kann. Ist leider nicht der Fall. Also ich muss leider mit den Mindestvoraussetzungen grafisch spielen, weil mein Computer sonst Probleme kriegt. Wundert euch also nicht, es ist grafisch jetzt nicht der übelste Augenschmaus. Ich habe mir aber sagen lassen, es soll wohl relativ gut aussehen, wenn man die Möglichkeit hat, die technischen Möglichkeiten, es auf Ultra zu spielen. Und es gibt halt nur so einige Probleme, was wohl die Synchro angeht. Also da haben sich wohl viele aufgeregt, dass die Lippensynchronisation nicht so wirklich gut passt. Soll uns nicht stören, denn wir spielen es auf Deutsch und damit ist die Lippensynchronisation sowieso Wurst. Ja, und ansonsten würde ich sagen, lassen wir uns doch wirklich einfach überraschen. Wir starten ein neues Spiel. Und wir erstellen uns einen eigenen Charakter, denn wir könnten hier Scott Ryder oder Sarah Ryder spielen. Jetzt nicht mehr Shepard, sondern Ryder. Aber ich möchte gern selbst einen erstellen. Und ich möchte wieder mit einem Mann in das Ganze starten. Mal schauen. Ich habe ja, wie gesagt, schon mal ins Spiel kurz reingeschaut am Anfang, um zu testen, ob es grafisch denn irgendwie mitmachen kann, hier der Computer. Und dabei habe ich mir schon den Charakter erstellt. Ich bin mal gespannt, ob ich den jetzt wieder laden kann, denn es gab die Option, den irgendwie online abzuspeichern. Schauen wir mal. Ansonsten möchte ich euch natürlich sehr gern zeigen, was es für Regler gibt, für Möglichkeiten, hier das Ganze anzupassen. So, schauen wir mal, ob wir das importieren können. Die Spannung steigt. Import fehlgeschlagen. Großartig. Okay, dann erstellen wir den komplett neu. Kein Problem. Dann kann ich euch sowieso gleich mal zeigen, was wir hier für Möglichkeiten haben. Ich zeige euch jetzt Sarah Ryder nicht erst, sondern wir gehen gleich zum Männlichen über und passen das Aussehen mal an. Das wäre also das Standardaussehen. Ich möchte mir selbst eins erstellen. Und wir werden auch hier mit dem Kopf 1 dann fortfahren. Ich möchte euch bloß kurz die anderen zeigen. Die sehen jetzt alle nicht so gewaltig aus, muss ich sagen. Also so wirklich hübsch finde ich kein Model davon. Vor allem den hier finde ich etwas merkwürdig. Aber naja, gut, warum nicht? Ich zeige euch nur kurz die Presets. Und dann starten wir mit Kopf Nummer 1. Und gehen in die Individualisierung hinein. Gottverdammt, schweres Wort. Okay, ich habe schon so ein bisschen einen Plan, was ich machen will. Also Hautton wird ein bisschen dunkler, wird so ähnlich wie Shepard, muss ich zugeben, vom Grundprinzip her. Aber nicht ganz so, also wird doch schon ein ganzes Stück anders aussehen. Wir müssen ja immer mal so links und rechts uns unseren Charakter zurechtlegen. Ah, komm, passt schon. Augenbrauentiefe, wen interessiert das schon? Einfach nur, um zu sehen, was wir hier machen. Hohe Wangen, schmale Wangen und Knochenbreite kann ein bisschen rauskommen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich selbst relativ skinny bin, dass ich dann auch dazu neige, meine Charaktere so zu machen. So, Kinnhöhe, da müssen wir mal schauen. Ich glaube, da werde ich sicher nicht wegnehmen. Machen wir mal so, noch ein kleines bisschen runter das Kinn. Die Kinntiefe sollte eigentlich so in Ordnung sein. Ich möchte auf jeden Fall kein fliehendes Kinn haben, das würde seltsam aussehen. Also ich habe so eine gewisse Idee, wie es aussehen soll. Ich würde auch sagen, hier eher spitzer, nicht ganz spitz, aber so ein bisschen spitzer. Und den Kiefer nehmen wir auch noch, naja, nicht so viel, vielleicht so. Wir wollen ja kein Jüngelchen aus ihm machen. Ich glaube, Kieferbreite ist auch sowas, wenn man das zu schmal macht, dann sieht er wirklich aus wie ein Junge. Muss ja nicht sein. So, Augenhöhe. Ja, lassen wir so. Tiefe müssen wir wieder so ein bisschen rübergehen.
Also wir sehen, es gibt ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Wir können hier Mesut Özil aus ihm machen, die Augen rausfallen lassen aus seinem Kopf. Die Möglichkeiten sind aber doch relativ begrenzt, muss ich sagen. Hat aber auch, glaube ich, einen gewissen Grund, denn wir werden das dann gleich noch sehen. Wir sind nicht einfach nur isoliert, sondern wir haben Familie. Unser Charakter hat Familie und die muss eben auch ein bisschen angepasst sein. Also wir haben einen Vater und ich vermute, dass diese neuen verschiedenen Charakter-Presets eben genau deshalb existieren, damit der Vater auch ein bisschen ähnlich zu unserem Charakter aussieht. So, Lippendicke, komm. Scheiß drauf. Mund mache ich mal ein kleines bisschen tiefer, glaube ich. Ja. Und vor allen Dingen weiter rein. Ich mag das nicht, wenn der Mund so weit draußen steht da bei dem. Das sieht irgendwie komisch aus. Okay. Sollte so passen. Mundbreite ist in Ordnung. Da will ich jetzt nichts dran rumfummeln. Nase machen wir noch ein bisschen tiefer. Ich stehe auf Nase. Ich habe selbst Nase. Deswegen stehe ich auf Nase bei meinen Charakteren. Breite ist eigentlich okay. Ich nehme sie mal ein bisschen runter noch. Oh, auf 7. Größe voll. Ja, passt schon. Lass mal so durchgehen. Weiter zu den Haaren. So, bei den Frisuren gibt es sehr viele Farben. Ich möchte jetzt auch gerade mal auf blond stellen, einfach weil der Hintergrund so dunkel ist, damit wir die Frisur besser sehen. Und euch dann einfach die Frisuren zeigen. Ich habe schon was im Sinn, wie wir das machen. Ich weiß nicht, warum er hier so einen dunklen Ansatz hat. Sieht irgendwie merkwürdig aus. So, wir werden dann mit diesem Frisurenmodell wahrscheinlich weitermachen. Aber nicht in der Farbe. Ich möchte euch nur kurz die anderen zeigen. Also, ein bisschen Varietät ist drin, aber jetzt nicht so ultra viel. Also, es ist wirklich nicht so gewaltig, was wir hier an Einstellungsmöglichkeiten für unseren Rider haben. So, viele Kurzhaarfrisuren, wenig Langhaar. Wäre eigentlich cool, wenn auch Langhaarfrisuren mit dabei wären. Wie gesagt, wir gehen mit Frisur Nummer 1. Und dann machen wir mal, also wir könnten hier bei den Farben auch ganz wilde Sachen machen, wie hier lila oder blau oder orange. Grün wäre auch drin. Möchte ich jetzt aber nicht machen. Wir gehen mit einem dunklen Braun, bisschen Kupferfarben. Ja, ich glaube, das ist okay so. Gesichtsbehaarung zeige ich euch auch noch kurz. Also, ich werde ihm keinen Bart geben. Ich bin nicht so der übste Bart-Fan. Aber nur um euch zu zeigen, was es gibt. Es gibt seltsame Bärte teilweise. Auch nichtssagende Bärte. Wo ist hier? Achso, das sind die Koteletten. Alles klar. Ja. Besonders das. Total schnieke. Hätte auch was, oder? Nein, wir gehen ohne Bart weiter. Wir machen mal hier Bart auf 0. Und damit sind wir mit der Behaarungsfraktion fertig. Augen sind egal. Komm, Augenfarbe scheiße ich jetzt mal drauf. Make-up kriegt er keins, ist auch keins eingestellt von vornherein. Bleiben noch Narben und Tätowierungen. Wir haben Möglichkeiten, vor allem bei den Narben hier ganz interessante Sachen zu machen. Ich will jetzt nicht immer hin und her huschen im Gesicht, weil manchmal ist es einfach bloß, dass es auf der linken oder der rechten Seite ist. Und ich sehe jetzt gerade gar nicht, wo die Narbe ist. Da, auf der Nase, natürlich. Ach, blind, Blindheit. So, ich gehe mal ganz kurz durch. Wir haben hier übrigens an der Seite das Ding. So, es sind aber nicht bloß solche Kratzernarben, sondern wir sehen, es gibt ja auch solche Brandnarben, wo man dann irgendwelche lustigen Muster im Gesicht hat. Teilweise ganz verrückte Sachen. Ich werde ihm wahrscheinlicherweise den Elver-Stil hier reindrücken dann ins Gesicht als Narbe. Einfach damit er ein bisschen Profil mit noch zusätzlich hat. Viele Brandnarben gibt es also. Viele Möglichkeiten, seinen Charakter zu verunstalten. Und wir nehmen eine davon wahr. So, wir nehmen die, wie gesagt. Wir können auch die Intensität einstellen. Wir können die hier ganz frisch machen. Ich verzichte mal drauf, unseren Charakter so sehr zu entstellen. Ich mache es mal etwas seichter. Einfach nur, damit wirklich ein bisschen Struktur mit im Gesicht drin ist. Passt schon, glaube ich. Tätowierungen gehen wir kurz durch. Ich werde die nicht machen. So, gibt es sehr abstrakte Sachen teilweise. Ja, ich werde jetzt auch nicht großartig hin und her springen, wie gesagt. Manchmal ist es einfach bloß ein Strich, der dann gerade da ist, wo wir nicht sind. Ich weiß nicht, welche Mama ihrem Kind sowas erlauben würde, sich so ein Tattoo auf dem Hals stechen zu lassen. Aber naja, das ist vielleicht dann so in der Zukunft. Und das spielt weit in der Zukunft. Denn wir erinnern uns, die Mass Effect Trilogie, die spielt in den 80ern des 22. Jahrhunderts. Also 2180, ich glaube 83 geht der erste Teil los. Achso, ich will es wieder wegmachen.
Sieht so ein bisschen aus wie so ein Mexikaner beim Tag der Toten, oder? Nein, nicht die Narben. Ich will hier zu den Tätowierungen. Ja, also wie gesagt, die Mass Effect Trilogie 80er Jahre des 22. Jahrhunderts. Das hier spielt im 27. Jahrhundert, glaube ich. Also wir spielen 600 Jahre nach den Ereignissen von Mass Effect. Warum? Das werden wir dann gleich sehen. Unser Charakter ist damit soweit fertig. Wir können die Ausbildung wählen. Das wollen wir natürlich noch kurz durchgehen. Das gab es ja in den Teilen davor auch schon. Das Sicherheitspersonal. Während ihrer Zeit beim Allianzmilitär haben sie so viel wie möglich über Waffen und Taktiken gelernt. Unsere Anfangskraft wäre der Betäubungsschuss. Wir könnten noch den Turbolader und die Kampffitness freischalten. Nein, ich wollte doch nicht draufdrücken, Mensch. So, nochmal rein. Der Biotiker. Sie wurden beim Allianzmilitär als designierter Biotiker eingesetzt und haben ihre Kameraden mit ihrer Fähigkeit unterstützt, Masseneffektfelder zu kontrollieren. Klassische Biotiker, wie in den Teilen davor auch. Wir haben Werfen als Anfangskraft und können die Singularität und die Barriere dann noch dazu schalten. Ich nehme an, auch noch ein paar mehr, das wäre sonst ein bisschen seltsam. Der Techniker. Als Techniker im Allianzmilitär haben sie gelernt, wie man Drohnen bedient und feindliche Systeme hackt. Anfangskraft Überlastung, Invasion und Teamunterstützung kommen noch dazu. Der Anführer. Sie haben sich beim Allianzmilitär als Teamplayer mit Führungsqualitäten erwiesen und in enger Zusammenarbeit mit ihren Kameraden für deren Sicherheit und die Sicherheit anderer gesorgt. Anfangskraft Energieentzug, weitere Fähigkeit Auslöschung und wahrscheinlich noch irgendwas anderes. Teamunterstützung, ja. Und damit werden wir dann weitermachen mit dem Kämpfer. Das hatte ich ja im dritten Teil im Prinzip auch schon. Ich glaube, er hieß dort nicht Kämpfer, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie er da hieß. Die Mischung aus Waffenspezifikationen und Biotik im Prinzip. Und das will ich ja auch wieder machen, weil mir das so unfassbar viel Spaß gemacht hat im dritten Teil. Es war einfach so geil, sich in die Gegnermassen reinzustürzen mit seinem Sturmangriff. So, der Kämpfer. Wenn es zum Kampf kam, waren sie immer als Erster dabei. Meistens im Einklang mit dem Protokoll des Allianzmilitärs. Allerdings nicht immer. Weitere Möglichkeit wäre noch der Agent. Sie haben beim Allianzmilitär das Verhalten bei geheimen Missionen und die dabei von Spezialeinheiten eingesetzte Tech studiert, konnten dieses Wissen aber vor der Andromeda-Initiative nur selten anwenden. Wäre taktische Tarnung und Kampffitness. Also, gab es ja im Prinzip auch schon in den Mass Effect-Teilen davor. Ich glaube, da war es aber unterm Techniker noch mit, oder? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, der Agent ist so eine Mischung aus Techniker und Krieger. Oder Soldat. Wie gesagt, wir gehen mit dem Kämpfer, haben den Sturmangriff am Anfang und ich werde wahrscheinlich ein paar Mal sterben, denn der Sturmangriff ist am Anfang ein zweischneidiges Schwert, solange man da noch eine ziemlich lange Cooldown-Phase hat. Ich weiß noch, bei Mass Effect 3 ist mir das auch passiert, da bin ich einige Male gestorben am Anfang, weil der Sturmangriff einen natürlich mitten in die Gegner rein katapultiert und solange der Cooldown noch sehr lange braucht, ist man dann einfach ziemlich gearscht, muss ich mal so sagen. Deswegen, der Sturmangriff wird uns erst wirklich richtig weiterhelfen, wenn wir dann ein bisschen aufgepowert sind und da weniger Cooldown-Zeit haben, dann wird der richtig geil werden wahrscheinlich wieder. Aber ich will trotzdem damit starten, denn das ist einfach mein Ding, das will ich machen. Okay, damit wäre die Ausbildung klar. Name. Nun, ich würde sagen, Scott ist irgendwie lame. Da wir ein bisschen asiatisch aussehen, weiß nicht, ist das jetzt rassistisch, wenn ich ihn Lee nenne? Keine Ahnung. Ich finde aber, das passt. Lee Ryder klingt irgendwie stimmig, finde ich. So, und was wir auch noch machen können, ist, unseren Zwilling anzupassen. Denn tatsächlich, Ryder hat nicht nur einen Vater, sondern auch eine Schwester. Beziehungsweise, wenn wir einen weiblichen Ryder spielen, dann einen Bruder. Das sind die Presets. Ich zeige sie nochmal ganz kurz. Und da will ich jetzt auch gar nicht mich allzu lange mit aufhalten. Ich werde das ganz ähnlich machen wie bei Lee schon. Für den Zwilling kann man übrigens den Namen nicht selbst festlegen. Warte mal, was? Zurückgehen. Okay. Den Kopf nehmen wir. So, jetzt aber. Hautton. Gehen wir auch wieder so hier mitten rein. Augenbrauen können von mir aus ein kleines bisschen höher. Ist mir scheißegal. Wen jucken schon die Augenbrauen? Tiefe? Keine Ahnung. Bisschen runter. Wangen wieder genauso. Ab nach oben, ganz schmal, Wangenknochen ein bisschen breiter, Kinn können wir ein bisschen runternehmen. Ich mache das jetzt wirklich im Schnelldurchgang, damit wir uns nicht allzu lange damit aufhalten. Denn wir hatten das Ganze ja jetzt schon für Lee gesehen. Hier ist es im Prinzip genau das Gleiche. Kinnbreite ein bisschen runter, Kieferbreite, ja nicht ganz runter, das sieht seltsam aus.
Machen wir hier. Augen. Augen ein bisschen hoch. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin gar nicht gut da drin, solche Sachen zu basteln. Und ich muss auch dazu sagen, das war ein Grund, warum ich auch jetzt lange nichts aufgenommen habe. Ich habe momentan einen 4:3 Bildschirm und in diesem Spiel wird kein Rand oben und unten mehr angezeigt, wie mir das sonst normalerweise bei Windows immer gemacht wird. Das Spiel zieht es automatisch über den kompletten Bildschirm. Und da ich für euch in 16:9 aufnehmen will, ist es für mich jetzt eben ein bisschen verzerrt, was es nicht einfach macht, jetzt einen Charakter gut zu erstellen. Aber das muss schon irgendwie... Augenbreite, lass mal so, komm. Lippendicke mal ein bisschen runter, komm, die hat so aufgeblähte Lippen, das muss ja nicht sein. Mund ein bisschen runter, so, ja, machen wir mal 7. Mundtiefe wieder ein bisschen runter. So, machen wir mal die 5. Und die Breite ist okay, würde ich sagen. Nase. Nase. Also Nase, finde ich, kann man auch nicht wirklich viel... Hallo? Kann man nicht wirklich viel spielen, finde ich. Die Tiefe auf jeden Fall natürlich hoch. Breite ein bisschen runter. Ich mache das jetzt gleich, ohne mir es anzuschauen. Nasengröße kann von mir aus bei ihr ein bisschen kleiner sein. Frauen stehen ja meistens nicht so drauf, große Nasen zu haben. Bei Männern zählt es als Charakter, Frauen meistens so, oh, ich habe so eine große Nase. Okay, Haare wieder gelb, gelb-blond, damit wir sehen können, was wir hier haben. Ich werde mit dem, wahrscheinlich gleich mit der Frisur hier durchgehen dann, mit der Null. Aber wir schauen uns noch kurz an, was wir hier so zur Verfügung haben. Also alles nicht wirklich viel besonders. Die sah ein bisschen seltsam aus, okay, aber ansonsten sind es nicht wirklich besondere Frisuren, muss ich mal so sagen. Wir können auch die 7 nehmen. Ich glaube, die 7 und die 0 unterscheiden sich jetzt nicht so wirklich. Okay, nehmen wir die 7. Das ist näher. Haarfarbe, so. Ja, warum nicht? Passt schon. So, damit hätten wir unseren Zwilling erstellt. Namen können wir nicht festlegen. Der wird automatisch dann der Default-Name sein, also... Da wir jetzt einen männlichen Shepherd, wollte ich schon sagen, einen männlichen Rider spielen, wird unser Zwilling automatisch, weil es ein weiblicher Rider, dann ist ein weiblicher Zwilling automatisch Sarah heißen. Wenn wir einen weiblichen Rider spielen würden, würde unser Zwilling automatisch Scott heißen. Nehme ich zumindest so an. Okay, Vergangenheit anpassen. Wir können unfassbar viel anpassen, nämlich ob es ein männlicher oder ein weiblicher Shepherd war, der die Reaper vertrieben hat. Wir nehmen den männlichen. Und damit sind wir im Prinzip fertig. Mehr gibt's nicht zu tun und damit stürzen wir uns nun endlich ins Spiel in die Andromeda-Galaxie. Auf geht's zu unseren Abenteuern. Halt, irgendwie bin ich jetzt falsch abgebogen. Jetzt! Nein. Das ist nicht richtig. Hier. Ich habe die Taste nicht gefunden, tut mir leid. Okay, also wir haben einen männlichen Rider, wir haben eine Kämpferausbildung. Unser Rider heißt Lee mit Vornamen und unser Shepherd war natürlich männlich, denn wir haben es ja gespielt, wir haben es gesehen, es war ein männlicher Shepherd. Und damit auf geht's in die Andromeda-Galaxie, auf normal natürlich, wie immer. Schauen wir uns den ganzen Spaß mal an. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was uns da erwarten wird, wie viele neue Rassen wir dort sehen und wie überhaupt die ganze Story sich so gestalten wird, denn ich kann mir noch nicht wirklich viel drunter vorstellen, was wir da erleben. Wie gesagt, ich bin noch sehr ungespoilert, absichtlich. Schauen wir rein. Electronic Arts präsentiert. Eine BioWare-Produktion. Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten. Andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben,
Heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Im Jahr 2185 lebt die Menschheit in einem goldenen Zeitalter der interstellaren Raumfahrt. Unsere Entdeckung uralter außerirdischer Ruinen auf dem Mars brachte unsere wissenschaftlichen und technologischen Kenntnisse um Jahrtausende nach vorne. Während viele die neuen Freiheiten und Herausforderungen bei der Erkundung der Milchstraße ausleben, drängt es andere zu noch weiter entfernten Sternen. Für die hunderttausenden Abenteurer, die diese Reise ohne Wiederkehr antreten, beginnt die Zukunft in Andromeda. ...634 Jahre später. Datum 0 Stunden, 0 Tage. Arche Hyperion, Belegung 20.000 menschliche Kolonisten. Andromeda-Galaxie, Zielort Habitat 7 im Helios-Cluster. Tief durchatmen. Gehen Sie es langsam an. 600 Jahre langsam angehen reichen. Ryder, Aufklärungsexperte, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihm nicht erstmal einen Kaffee holen? Kaffee klingt immer gut. Da bin ich dabei. Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Ryder, mal sehen, wie es Ihnen geht. Hier hinsehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei ihm klingt das alles so einfach, nicht wahr? Und damit kommen wir in einem neuen System der Dialogführung an. Also nicht wirklich neu, es ist im Prinzip noch so ähnlich wie in den Mass Effect Teilen zuvor. Aber wir erinnern uns, in Mass Effect 1 bis 3 gab es immer das Renegade Paragon System, also gut oder böse letztendlich. Und da hat man sich im Prinzip schon vorher entschieden, will ich jetzt einen guten Shepard oder einen bösen Shepard spielen. So einfach wird es uns jetzt nicht mehr gemacht und das finde ich sehr, sehr gut. Also von jetzt an gibt es 4 Klassen, zwischen denen man eben abwägen muss. Und es ist nicht wirklich eine Grundeinstellung immer, sondern es ist mehr die Wahl des Tons, die man anschlägt, steht ja auch da. Wahl des Tons. Die Wahl des Tons hilft, Ryders Persönlichkeit zu definieren. Also hier ist es wirklich mehr so aus dem Bauchgefühl heraus, welche Antwort will man wählen, was passt in dem Moment wirklich so am besten. Und da gibt es 4 Kategorien, das ist eben die emotionale Antwort, das Herz, die logische Antwort, ein Zahnrad nehme ich an, zwanglos, das verkappte Ad-Zeichen oder halt, ist es smooth und rund und professionell ist dann eben kantig und eckig. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an, wie das so funktionieren wird, ne? Ich bin sehr gespannt. Also wir haben eine zwanglose Antwort, einfach macht keinen Spaß oder die professionelle, ja komm, noch können wir ja ein bisschen zwanglos sein, wir sind gerade erst aufgewacht. Ich hoffe, das wird es nicht. Ich will erst mal Abenteuer erleben.
Nun, Ihr Wunsch könnte in Erfüllung gehen. Ja? Jetzt hierhin. Der Pathfinder will Sie alle sofort auf den Beinen sehen. Missionsbereit in einer Stunde. Wissen Sie warum? Nein, aber ich schätze, da kommen Ihre Abenteuer ins Spiel. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich Sie entlasse. Testen wir Ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tipero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Boah, geht schon. Aber was bist du eigentlich für ein Ding? Ich bin noch nicht ganz da. Was war das mit meinem Implantat? Nur ein Routinecheck. Wir wollen sicher gehen, dass die Verbindung durch die Stase nicht beeinträchtigt wurde. Als Missionscomputer des Teams ist Ihr Wohlergehen mein Hauptanliegen. Vorausgesetzt, die Implantate funktionieren wie versprochen. Sam sieht, was Sie sehen, theoretisch. Genau wissen wir es erst im Einsatz. Wie fühlen Sie sich ansonsten? Wie ein 600 Jahre altes Eis am Stiel. Ich hoffe, es gibt genug Kaffee. Bestätige. Laut Ihres Adenosinspiegels in Ihrem System funktioniert das Neuralimplantat einwandfrei. Adeno was? Es bedeutet, Sie sind noch nicht ganz wach. Aber das ist kein Grund, Sie hier zu behalten. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihre Schwester aufgeweckt haben. Es hilft immer ein Vertrautes. Das klingt gar nicht gut.